Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Freunden, die hier heute auf der Bühne mit dabei waren. Und ja, fangen wir doch einfach mal bei den Tänzern an. Also, das war eine super Leistung, finde ich. Kleine Kinder dabei und große. Und da möchte ich aber mal bitten, dass vielleicht ja, diejenigen, die dafür verantwortlich zeichnen, nämlich die, die Choreografie gemacht haben und die das einstudiert haben, darf ich die bitte mal nach vorne bitten? Ja, kommt ihr bitte mal einfach her mit einem Applaus, gibt's natürlich. Dankeschön. Und da gibt's natürlich Blümchen für Martina. Und natürlich für Sonja. Und Danny, Dankeschön. Habt ihr toll gemacht. Ein Stückchen zurück bitte. Das war die größte Gruppe heute hier. Aber etwas zahlenmäßig kleiner, aber stimmkräftig dabei. Unsere Freunde vom Jugendchor in Geseke. Wir hatten dabei unsere Solisten natürlich. Wir hatten den Leonard. Wir hatten die Anna. Unseren Robin. Und Jackie. Und an der Seite, immer wieder zwischendurch im Bild, unser Freund Dieter Denzer. Ja, und ganz besonders, deswegen habe ich mir zum Schluss aufgehoben, darüber freue ich mich persönlich und ihr habt euch auch sehr gefreut. Hier ist nochmal Christian Berg. Dankeschön. Aber so eine große Show wäre natürlich nicht möglich ohne die vielen, vielen Helfer, die nicht nur auf der Bühne helfen, sondern auch hinter der Bühne und vor der Bühne auch helfen. Und die Veranstaltung wurde ja hier organisiert und zwar vom Förderverein der Konrad-Adenauer-Schule. Und da möchte ich die Frau Fleck mal nach vorne bitten. Wo ist sie denn? Da vorne. Bitte einen Riesenapplaus. Ja, muss jetzt sein. Und natürlich gibt es da auch die Blümchen dafür. Marion Fleck, Sie waren ja nicht alleine hier, die aktiv war, sondern war ganz viele Helfer. Wem wollen wir ganz besonders erwähnen? Den Ulrich Sengebusch, die Silke Klages, die Manon Schenk, die Susi Hoffmann und die Monika Büker. Den Gerd Schulte als Schulrektor der Schule, der Adenauer-Schule. Wunderbar, Applaus bitte. Dann haben natürlich auch geholfen die Hausmeister Herr Dahlhoff und der Herr Haneke. Sind jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht da, aber einen Applaus kriegen sie auf jeden Fall. Bitte. Ja. Sponsoren hat es auch gegeben. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Herr Sengebusch wollte mir einen Zettel zustecken mit den Sponsoren. Er sagt aber, die Sponsoren wissen das. Edeka Markt hier aus Geseker Buschkühle. Finde ich wichtig. Sollen mal gesagt werden, die haben nämlich auch Lebensmittel gespendet, dass die Kinder hier nicht verhungern und nicht verdürsten. Das finde ich klasse. Dankeschön dafür. So. Tolles Bild. Einen haben wir natürlich noch vergessen. Ich weiß ja gar nicht, also ob man das jetzt machen soll oder nicht, aber ich weiß nicht, Kinder, meint ihr, in dem Affen, war da ein richtiger Affe drin oder war da vielleicht ein Mensch drin? Ein Mensch drin. Wollen wir den Menschen noch mal nach vorne holen, dass ihr mal gucken könnt, wer hier in dem Affen gesteckt hat. Bitte Applaus. Das ist nämlich die Caroline. So, wir sagen Dankeschön an dieser Stelle und ja, damit ist auch die Veranstaltung dann zu Ende. Herzlichen Dank an alle Beteiligten hier, vom Ton, vom Licht, vom Video, ihr könnt es euch anschauen. Draußen komme ich natürlich gleich noch hin, da gibt es noch Autogramme für alle Kinder, auch andere Autogrammkarten als beim letzten Mal. Büchertisch haben wir aufgebaut, natürlich, wer noch CDs kaufen will. Und ja, wir sehen uns ja gleich und feiern noch ein bisschen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss!